Hallo und herzlich willkommen zurück bei Our Kingdom. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir werden heute mit Abraham sprechen müssen. Den treffen wir mit diesem Char natürlich zum ersten Mal. Und hier ploppen jedes Mal an der Seite Questen auf, die nicht sein sollten. Ne? So, da schon wieder. Sternwanderung, was soll das sein? Warum zeigt er mir hier Questen an, die ich nicht sehen will? Das hier ist wichtiger, Abraham. Okay, dann legen wir einfach mal los. Einen Moment, ich muss noch schnell was machen. Und zwar noch schnell was einstellen. Nein, nix plumm, ne? Nix plumm. Sondern wenn ich mit Abraham spreche, damit die richtige Stimme. So, ihr werdet davon nichts sehen oder so. Ihr werdet es nur hören, wenn ich auf einmal die Stimme verzehren tue für Abraham. Denn für Abraham habe ich keine extra Stimme im Petto. Nee, muss ich halt mit einem Hilfsprogramm machen. Leider, tut mir leid. Okay. Oder ich... Nee, warte mal. Ich mach's mit meiner eigenen Stimme. Ist hoffentlich in Ordnung. Ich hoffe es. So. Du ergibst ehrfürchtungsvoll die Glanzessenz an den Metropoliten. Endlich bist du hier. Der Metropolit empfängt die Glanzessenz von dir. Und sein ruhiges Lächeln stärkt dich. Der Metropolit sieht sich die Essenz an und wirft dann einen Blick auf Thüringel. Er stimmt einen Choral an und die Essenz leuchtet noch heller. Thüringel sieht dem Metropoliten zu, wie er seine Magie webt. Diese Essenz zeigt mir, dass dein Eidolon sehr stark ist. Wir wissen nicht, ob das in Zukunft ein Risiko werden könnte, sondern nur, dass es sich weiterentwickelt wird. Oh, er wird sich entwickeln. Das ist gut. Nachdem du die Worte des Metropoliten gehört hast, erzählst du ihm schnell alles über Irfan und Scania Fischerdorf. Ein schwarzer Panther hat Irfan verschlungen und ihn daraufhin in ein Monster verwandelt. Ich bedauere das Schicksal dieses Kindes. Sein Herz konnte der Macht des Verlangens nicht entgegensetzen. Deshalb wurde er von einem Eidolon verzehrt, verschlungen und zerrissen. Jene, deren Stärke vom Gaia-Kubus erweckt wurde, können die unsichtbaren Kräfte in dieser Welt verändern. Auch er wird diese Kraft kontrollieren können. Schon wieder dieser Gaia-Kubus? Ich dachte, er existiert nur in Legenden, aber wie Thüringel sagt, gibt es ihn wohl wirklich. Diesel, du bist ein Gesandter Gaias, der ihre Macht trägt. Du wurdest vom legendären Gaia-Kubus erweckt. Also er weiß viel, ne? Gaias Macht manifestiert sich auf verschiedenste Weise. Eidolons kommen in verschiedensten Formen daher. Deshalb können selbst Leute, die von der Existenz der Gesandten von Gaia wissen, oft nicht zwischen Eidolons und Monster unterscheiden. Du erinnerst dich an die Leute in Scania zurück, die dich für Besseres hielten. Hä? Nein, natürlich auch noch besessen hielten. Nicht nur Besseres, sondern auch besessen. Als sie von der Existenz der Eidolons erfuhren. In der Vergangenheit haben einige Sandte von Gaia ihre Kraft für den Kampf gegen das Böse eingesetzt. Andere haben sich auf die Seite des Bösen geschlagen und Unheil angerichtet. Der Metropolit hält einen Moment inne. Und es gibt diejenigen, die wie den Jungen aus dem Fischerdorf
die Kraft des Eidolons nicht beherrschen können und sich in willenlose Zombies verwandeln. Wir sind immer noch nicht sicher, ob du der Kraft des Eidolons gewachsen bist. Deiner Verfassung nach zu urteilen, müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Solltest du irgendwann einmal unsere Hilfe benötigen, dann sprich mit Wachoffizier Algas. Alles klar, ich spreche jetzt mit Offizier Algas. Rosi hatte recht. Du bist ja wirklich noch fast ein Kind. Ich bin schwer beeindruckt, dass du es mit Magieblüten im Mondheim aufgenommen und sie besiegt hast. Algas sieht dich erstaunt an. Sein Blick lässt dich erstarren. Starren. Ah, ich wollte dir keine Angst machen. Entschuldige, ich bin Wachoffizier Algas. Algas verbeugt sich vor dir mit einem Lächeln. Solltest du in Schwierigkeiten stecken oder den Metropoliten eine Nachricht überbringen wollen, kannst du einfach zu mir in den Audienzsaal kommen. Du musst nicht erst um Einlass bitten. Oh, danke schön. Ich habe gehört, dass du nach einem Weg suchst, Eidolons von einer Person zu lösen. Du beißt dir auf die Lippe und nickst. Ja, du beißt aber auf den Fisch, nicht auf die Lippe. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. In den Aufzeichnungen des Tempels steht, dass es jemandem gelungen ist, die Eidolons wieder in ihren Ruhestand zu versetzen. Einzelheiten darüber gibt es allerdings leider nicht. Ich hoffe, du findest selbst etwas heraus. Entschuldigung. Verdammt nochmal. Wo du schon einmal hier bist, warum lernst du nicht die Gegend ein wenig besser kennen? Navia hat viel Sehenswertes zu bieten. Navia, die schönste Stadt des ganzen Hauptkontinents. Du hast sicher von den Legenden, den Mythen und der Magie gehört und die uns die Engel aus Borealis gelehrt haben. Borealis? Du nickst, als du klein warst, haben die Leute Navia immer als festlich geschmückte, geheiligte und weit entwickelte Stadt beschrieben. Stadt im Herzen des Hauptkontinents. Zugleich ist sie eine unannehmbare Festung. Sie wird von den stolzen Templern im Dienste des großen Tempels bewacht. Viele reisende Händler nutzen die heilige Stadt, um ihre Waren freizubieten und bringen Reichtum und Leben nach Narvia. Einwohner leben und arbeiten in Frieden und Wohlstand, nichts ahnend, dass die imposante Himmelssäule in der Stadt ein jahrhundertealtes Geheimnis birgt, das die Welt für immer verändern soll. Ah ja, während deiner Zeit im Fischerdorf hast du oft davon geträumt, Navia einmal besuchen zu können. Aber nie hättest du geglaubt, dass du als Gesandter von Gaia nach Navia reisen würdest. Der Tempel wird in Kürze den Alarmstufe in Navia erhöhen lassen. Wir benötigen die Zusage der Händler von Navia. Kannst du das an meiner Stelle erledigen? Du nix widerwillig. Alles klar. Du solltest dein Gesicht sehen. Du machst das natürlich nicht umsonst. Du erhältst selbstverständlich eine Belohnung und was noch wichtiger ist, du kannst Kontakte zu Leuten knüpfen, die dir später eine große Hilfe sein werden. Ja? Bringe dieses Tempeldekret zu Petanina auf dem Dorfplatz und sie zählt zu den besten Rüstungshändlern dieser Gegend. Ja, okay. Das ist schon ein tolles Wort. Toller Name. Sprich mit Petanina. Petanina! Achtung, Petanina, ich komme. Ich bin aber nicht Cartman. Hast du verstanden? Thank you.
Okay. Petaninas Blick fällt auf das Tempeldekret in deiner Hand, aber sie scheint irgendwie enttäuscht zu sein. Hä? Warum ist der Wachoffizier nicht persönlich gekommen? Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Die Händler auf dem Domplatz würden sich sicher freuen, ihn kennenzulernen. Wow, wieder die falsche Stimme. Sorry, ich mach's nochmal. Die Händlerin auf dem Domplatz würden sich sicher freuen, ihn kennenzulernen. Du gibst Petanine das Tempeldekret und erzählst ihr, was Algas gesagt hat. Wenn der Tempel so viel Ausrüstung benötigt, bin ich natürlich die ideale Ansprechpartnerin. Aber es kommt schon viel öfters etwas überraschend vor, dass ich sogar das Tempeldekret unterzeichnen soll. Ist etwas Schlimmes im Gange? Oder warum bist du jetzt hier anstatt er? Petanina starrt dich an, auf Antworten wartend. Du schüttelst den Kopf und sagst, dass du nichts weiter weißt. Das ist aber komisch. Wo ist der denn? Hier geht doch irgendwas vor sich. Das weiß ich ganz genau. Ich rieche es in meinem Hemd. Aber anscheinend und scheinbar weißt du wirklich nichts. Petanina sieht dich misstrauisch an. Du lächelst widerwillig und versicherst, dass du nichts über den Inhalt des Dekrets weißt. Ich werde das Dekret sorgfältig lesen, aber steh nicht einfach nur rum, während ich das hier lese. Es ist mir egal, ob der Tempel dich geschickt hat, mein Geschäft verdirbst du mir nicht. Hä? Macht keiner. Siehst du den Gang da drüben? Verteile bitte diese Flugblätter unter den Reisenden. Damit ich den Verlust meiner Geschäftszeit ausgleichen kann. Petanina lächelt dir zu und reicht dir einen Stapel Flugblätter. Wie groß ist der Stapel? 6 groß. Schön. Dann verteile ich mal die Flugblätter an die komischen Abenteurer, die hier natürlich im Gange rumstehen. Das finde ich ganz gut. Schnäppchen sind mir ziemlich egal, aber trotzdem danke. Was? Nein, verdammt, ich habe schon ein Flugblatt. Komm mir nicht zu nah. Noch eins? Du bist echt unglaublich aufdringlich. So schön Höflichkeit. Hä? Ich bin doch nicht unhöflich. Noch eins? Bekomme ich einen Spezialrabatt? Die haben schon Flugblätter bekommen? Wie geht das? Oh, klasse. Ich wollte meine Ausrüstung ohne verstecken. Oh, okay. Nee, komm mir nicht zu nahe. Was soll das? Störe mich nicht, wenn ich gedankenversunken bin. Ich sollte verteilen, also habe ich auch verteilt. Was ist los mit dir? Du erzählst Petanina, dass du den Großteil der Flugblätter losgeworden bist. Vielen Dank. Ich habe inzwischen das Dekret unterzeichnet. Das Erhöhen der Alarmstufe ist eine ernste Angelegenheit. Ich muss schnellstens für mehr Ausrüstung sorgen. Den fehlenden Teil müssen sie mit einer Verstärkungsschriftrolle wettmachen. Wettmachen? Du weißt, was Verstärken bedeutet, richtig? Es ist eine Methode, mit der man die Fertigkeiten von Waffen und Rüstung verbessern kann. Natürlich weiß ich das. Verstärkungsscheine können Ausrüstungssets erhöhen. Dazu brauchst du Gaia-Splitter. Du bekommst sie durch das Zerlegen von Waffen und Ausrüstung. Mit Rechtsklick auf den Schein öffnest du das Interface. Ziehe einen Gegenstand unten auf den Slot und lies seine Stats ab. Verstärke nun deinen Gegenstand. Gelingt es, erhöht sich sein Angriffs- oder Verteidigungswert. Wenn nicht, erhält er Potenzialpunkte und wird bei 100 automatisch verstärkt. Versuch's einfach mal selbst. Und ist auch sehr kostspielig. Es ist nicht leicht, so eine Schriftrolle zu bekommen, aber es ist es wert, denn sie kann dir das Leben retten.
Ja, das stimmt schon, aber ist kostspielig. Petanina gibt dir das Tempeldekret zurück. Du bist schnell. Zum Glück habe ich das Dekret gerade fertig gelassen. Aber eins noch. Meine Unterschrift allein wird nicht ausreichen. Du brauchst noch die Unterschriften der Händlerin und des Waffenhändlers. Sprich zuerst mit Gandalf. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es Probleme mit den Materialien für die Waffen gibt. Wenn man bedenkt, wie wir Waffen der Tempel benötigt, dann sollte er dieses Problem besser schnellstens lösen. Okay, dann sprechen wir mit Gandalf. Gandalf. Heißt er nicht Gandalf? Nö. Du gibst Gandalf das Tempeldekret. Er runzelt kurz die Stirn. Er scheint bereits geahnt zu haben, worum es geht. Und unterschreibt ohne zu zögern das Dekret. Aigat, hat er das bereits erwähnt, als wir uns die letzte Mal getroffen haben? Damals war es aber nichts weiter als ein grober Entwurf. Mhm. Wenn man die besten Waffen herstellen will, muss man den Gestein aus der Wundermine verwenden. Doch seit einiger Zeit hat es aus der Wundermine keine Lieferung mehr an Navier gegeben. Du fragst, warum es keine Lieferung aus der Wundermine gegeben hat und ob du Aigas über die Situation informieren sollst. Nein, ist schon in Ordnung. Aigas meinte, dass der Tempel der Ursache bereits untersucht wurde. Mehr schien er dazu aber nicht preisgeben zu wollen. Er werde später mit ihm darüber reden. Okay. Jetzt musst du das Dekret nur noch zu Eva bringen. Dann hast du alle Unterschriften. Yep. Da stand der Eva und jetzt steht hier Eve. Hä? Wenn du nicht von Aigas geschickt worden wärst, würde ich das alles für einen Streich halten. Aigas ist beschäftigt. Selbst die Ritter der Rittergarde sind nicht oft in der Stadt. Irgendetwas muss passiert sein, nicht wahr? Langsam fragst du dich, warum alle Händlerinnen unbedingt Aigas kennenlernen möchten. Eva bemerkt deinen fragenden Blick und lächelt dich an. Keine Sorge, ich werde es nicht weiter sagen. Aigas wäre nicht sehr erfreut, wenn die Menschen in der Stadt in Panik ausbrechen. Allerdings werden wir eine Menge Heilkräuter für Medizin brauchen. Es wird eine Weile dauern, bis unsere Vorräte aufgefüllt sind. Eva unterzeichnet das Sekret. Dekret, meine ich. Hä? Da steht Eve und da steht Eva. Was ist los mit euch, Übersetzer? Korrigiert das mal bitte im nächsten Patch. Wäre super. Hier steht Eva und da steht Eve. Wie heißt sie denn nun richtig? Denk mal drüber nach. Die Zutaten für meine Tränke stammen zum großen Teil aus der Tüfflerwald. Doch zu dieser Jahreszeit sind die Sammler zusammen mit ihren Roboterwettkämpfen beschäftigt. Du solltest dir die Wettkämpfe irgendwann einmal ansehen. Die Gnome des Tüfflerwalds verfügen über unglaubliches technisches Wissen. Sie können pflanzliche Energie in kinetische Energie umwandeln. Es ist wie Magie. Du nickst und nimmst das Dekret, das Eva dir entgegenhält, an dich. Dir fällt auf, dass immer noch ein paar Unterschriften fehlen. Die freien Zeilen sind für die Bank. Bring das Dekret zu Bankier Banks. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Yep, der ist dann irgendwo in der Nähe. Alles klar, und das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal und noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt bitte jetzt, ne? Und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, um keine weiteren Aura Kingdom Geschichten mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, fürs dabei sein und ich freue mich auch noch auf Feedbacks. Schreibt einfach in den Kommentaren eure Gedanken über Aura Kingdom und eventuell noch Vorschläge, wenn ihr Vorschläge habt, dann lasst es mich wissen. Drückt den Like-Button, um meinen Kanal weiterhin zu unterstützen. Wäre richtig super. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao mit